sind Simon und Jens. Ja, das nimmt auch hier Gestalt an. Müssen wir jetzt nur ein bisschen weitermachen. Das Ganze hier noch in Räume unterteilen. Mhm. Hier kommen auf jeden Fall noch einige Etagen drauf. Ich würde halt den Balkon hier machen und dann noch so eine Art Turm an der Seite, weißt du? Also vielleicht noch eine Etage, dann den Balkon, dann noch einen Turm oder so auf der einen Seite. Ja, mal gucken. Okay. Und oben dann so auf dem Turm drauf eine Glaskuppel, da kommt dann das Todessterngedöns und so rein. Mhm. Ja, witzig. Alright. Im Hintergrund bewegen sich die Sterne. Mhm. Schön. Schön. Schön, schön. Schön. Gut. Jetzt würde ich sagen, wollen wir noch mal einen Planeten raussuchen, wo es Titan gibt. Ja. Beam ab. Was habe ich denn hier alles? Eine Kiste, die kann weg. Wasserballons können weg. Bananensamen können weg. Das kann weg. Und der Rest ist zum Kochen und anderer Scheiß. Achso, ich habe immer noch deine, deine Wizard-Mütze. Ja, ich habe aber jetzt meine Ninja-Mütze. Ja, das stimmt. Wizard-Ninja, wie wär's? Ancient Chinese Ninja Wizardry. Risky, Poisonous Ocean, High Level of Radiation. Einfach mal so. Ich suche mir auch mal einen raus, weil ich bin ja gut im Planeten finden. Denkst du? Wie wir jetzt gesehen. Ach, warte, bevor ich irgendwas mache, gehe ich erstmal auf den Mond nebenan und baue Geschiss ab. Ja. Ist vielleicht am besten. Hier sind eine Menge Monde. Und sehr wenig Planeten, die für irgendwas anderes gut sind, außer dich umzubringen. Die meisten Planeten im Universum sind für nichts anderes gut. Ja, auch im Starbound-Universum. Ja. Exoplaneten und so, Extreme. Ein toter Planet, gekocht von der Sonne. Meteoritenschauer, doppelter Meteoritenschauer. Hohe Temperatur, alles im Arsch. Ja, nee, ja, da können wir nicht hin. So ein Merkur. Ich bin gerade ein System weitergegangen, einfach mal um zu gucken. Ups. Ja, das ärgert mich jetzt. Ich habe mir das Ding hier zusammengesucht und es macht nicht, was es machen soll. Es leuchtet nicht. Das ist voll die Verarsche. Okay. Oh, oh crap. Desert. Arid. Mond. Ich glaube, ich fliege hier in ein Nachbarsystem. Auf ariden Planeten war ich selber noch gar nicht so oft, weil ich irgendwie. Ich hatte es einfach nicht nötig. Hm. Da kannst du mal gucken, da gibt es bestimmt auch coole Sachen. Ja, ich gucke mir mal so einen ariden Planeten an. Bam! Ah, das ist schön mit dem. Hast du den upgradeten. Hast du den größeren Manipulator jetzt schon? Nee, noch nicht. Weil das ist, glaube ich, das Erste, was du machen solltest. Das ist wunderbar, damit saugst du nämlich auch schneller Flüssigkeit auf. Weil der natürlich mehr Dings abdeckt. Ja. Dafür muss ich was. Gold und Titan muss ich sammeln. Ja, ich muss halt jetzt abbauen. Ich muss jetzt wieder unter Tage. Jetzt haben wir genug auf Planeten rumgedürdelt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen. Da ist meine Taschenlampe. Ein bisschen unter Tage gehen. So, da sind wir auch schon. Also ein Palm-Sapling behalte ich mir, glaube ich, mal. Ja, ist wahrscheinlich gar nicht doof. Da ist er, der einsame, aride Planet. Und es ist natürlich dunkel. Auch Palmen hier. Und hier ist direkt eine Kiste. Ja. Interessant. Was ist das? Perfectly generic item. Perfectly generic, irgendein Platzhalter. Perhaps a bit too perfect. So, Fuel. Das verstehe ich nicht. Here we go. Ah, das ist ein Platzhalter wahrscheinlich. Ja, Regenbogenkiste. Sagt er jetzt gerade. Hier gibt's auf jeden Fall lustige Tiere auf dem Planeten. Hier ist noch so eine Regenbogenkiste. Da gibt's Regenbogenholz.
Wow, das hat direkt 100 Rezepte freigeschaltet. Toll. Holy shit. Ich kann Crayons jetzt machen. Was? Schön. Oh, hier gibt's echt interessante Bäume. Und irgendwelche Hasen, vielleicht Verwandte von La Carotte. Grinsende Echsen. Oh, und tote Affen. Tote Affen. Ja, mich. Ja. Ich wünschte, man könnte sehen, vom Orbit aus, ob ein Planet schon, ob da Nacht oder Tag ist. Ja. Ach, dieser blöde Schnupfen. Ja, kannst du nichts machen. Du auch. Guck mal, jetzt hast du mich direkt... Wi-Fi quasi. Wi-Fi-Virus, toll. Ja. Computer-Virus. Nee. And he prays. Runner hier. Zack. Gamma. Whoops, der ist. Gamma, whoops. Der ist radioaktiv. Wie kannst du nur? Der ist radioaktiv und hat extrem hohe Gravitation. Ja, das ist immer nervig. Oh Gott. Hm. Nein. Boah. Ich hab's nicht überlebt. Shit. Okay, das war nicht so erfolgreich. Ich hab eine Granate gefunden und ich bin schon wieder gestorben. Hier ist Arid Landscape, da gehen wir doch mal hin. Der ist wenigstens, Der bringt einen wenigstens nicht sofort um. Ich mach das jetzt nochmal, aber jetzt richtig, jetzt ist ja Tag. Jetzt kann ich ja hier so volle Kanne. So, Waffe in der Hand, weißt du? Volle Kanne. Ich habe Kaktusgranaten oder sowas gefunden. Und hier war eine Kiste, die ich übersehen habe. Mit Zeug, das ich jetzt einfach mal mitnehme. Ah ja, ich habe Titan gefunden. Das hat mir direkt die ganzen Rezepte gegeben. Robotic Crafting Table und so. Titan in der Kiste, ja. Da brauchst du aber noch mehr, glaube ich. Du kannst den, glaube ich, nicht einfach so... Nee, genau. Ich brauche jetzt erstmal, werde jetzt hier den Planeten... Hier werde ich auch gleich runtergraben, glaube ich. Ja, also der aride Planet ist ein bisschen wie ein Wüstenplanet, nur mit ein bisschen mehr... Ja, so eine Savanne halt oder so. Ah ja, ich habe jetzt auch Crayons und so ein Scheiß. Ich weiß nicht, was auch immer das ist. Kann ich das jetzt hier schon machen? Nee. Muss ich gleich mal gucken, was... Scheiße. Was das dann beinhaltet. Ah ja, hier bin ich letztens gestorben. Schön. Und Kakteen. Oh, hier ist eine Sorte von Baum, die ich noch nie gesehen habe. Der hat einen ganz dicken Stamm. Ja, so einen habe ich hier auch gefunden auf dem Arena-Planet. Ja. Vielleicht hast du da einen ähnlichen. Mal gucken, was gibt der mir denn für Holz? Ganz normales Holz, okay. Oh, hier ist auch Öl. Ordentlich Öl. Ja, die scheinen rundum ein bisschen besser zu sein als die Wüstenplaneten, habe ich das Gefühl. Ja. Kann sein. Der hat andere Struktur. Der hat so tiefe Canyons und so. Genau, das sind wir gerade irgendwie auf demselben Planet? Ich habe auch tiefe Canyons. Aber es ist halt selbe Biom, ne? Ah. Ist ja schon wieder so eine Regenbogenkiste. Rainbow Door Blueprint. Learn to craft thorny needler. Das ist entweder was zu essen oder es ist eine Waffe. Ja, wenn du die Kakteen sammelst, genau, den Needler habe ich auch schon gemacht. Das ist quasi wie eine Knarre aus Halo, wie der Needler in Halo, ist ziemlich lustig. Den hatte ich auch im Singleplayer schon gefunden, da musst du hier diese Kakteen abbauen, ja. Oh, hier ist ein Weltboss, top. Den zerlegen wir doch direkt mit dem Raketenwerfer! Kaplan! Oh, ich habe mich fast selber zerlegt. Eine bunte Kiste. Ein Rainbow Chair. Warum nicht? Die können wir bestimmt
können wir bestimmt gebrauchen. Für das Ressort. Mhm. Für den Regenbogenraum oder was? Mhm. Der Regenbogenraum. Partyraum. Ja, wie auch immer. Geh kaputt, get wrecked. Harrowing Skullblade. Ja, das ist ganz okay. Macht Giftschaden. Gucken wir uns mal an. Macht aber auch nichts außer Giftschaden. Den nächsten Gegner, dem werfe ich mal hier so ein Bossman-Stabber. Ein Boulder auf den Kopf. Ist einfach nur ein Zweihandschwert. Oh! Oh! Was ist das? Hm? Das ist ja interessant. Das ist ein Schwert, das Schwerter schießt. Und zwar Regenbogenschwerter. Was? Okay. Ja. Das ist ziemlich blöd. Autsch. Da bin ich auf die Schnauze gefallen. Na, ich gehe jetzt in die andere Richtung. In der einen Richtung habe ich jetzt schon genug angeguckt. Und da gehe ich gleich abwärts. Eine Crossbow, aber eine Frostbow. Frost-Crossbow. Frostbow. Oh ja, die schießt Eis. Eisbolzen. Die friert die Viecher ein. Ja, habe ich meine ganzen Tode wieder gut gemacht mit einer Kiste. Bin so schnell, die können das mich gar Ding nicht hier, machen. Was ich habe, das sieht aus, als wäre es irgendwie aus Golden Axe oder so, aus irgendeinem Spiel. Das ist ja gar nicht verkehrt, das ist auch ziemlich geil. Oh, hier ist wieder so ein Glitch-Gedöns. Glitch-Gedöns? Ja, wir könnten jetzt hier... Das ist immer sehr rassistisch von dir. Hier ist ein König. Ah, der greift mich an, holy shit! Ja. Es kommt davon, wenn du mich immer beleidigst. Jens, du musst mir helfen, das ist ein Boss. Das ist ein König. Ich wette, wir kriegen die Krone, wenn wir den platt machen. Shit. Kommst du? Auf mein Schiff? Warte, hier ist noch eine Kiste, die ich aufmachen will. Boah, du. Da ist einfach nur Holz drin. Das war hart. Hier, guck dir mein Schwert an. Sieht ganz normal aus, ne? Aber... Ja. Okay. Es hat auch diesen Effekt, es könnte echt irgendwie so Magic aus Golden Axe sein. Ja, das stimmt. Okay, also hier auf dem Planeten einen Glitch-König gefunden. Den müssen wir jetzt platt machen. Moment, ich baue mir eben mal Bandagen. Hier, du kannst den Wizard-Head haben, dann kannst du ihn quasi als Merlin umlegen. Als Glitch-Merlin. Hab ich den Hut? Du hast den Hut. Beam to Planet. Glitch-Spandex. Du siehst ja wunderbar scheiße aus. Oh, es wird Nacht langsam, Mist. Welche Richtung? Warte kurz, ich will mal gerade was schauen. Scheiße, die Schneekanone macht mehr Schaden als der Raketenwerfer. Guck mal die Armbrust hier. Cool. Mit den Frostbolzen. Du brauchst auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe, folgt mir. Das geht eine ganze Weile hier in die Richtung. Dann können wir auch die ganzen Sachen, die er da stehen hat. Also der hat da so, weißt du, so Rüstungen und so ein Kram stehen, die man sich dann schön dekorativ irgendwo hin tun kann. Hier hoch. Ups, Öl. Und jetzt bist du es da. Ja. Shit. Au, fuck. Kommst du? Nee, ich bin gestorben. Oh, nö. Ja, du weißt ja jetzt, in welche Richtung es geht. Ich warte einfach vor der Tür. Operation Dethroning. Na. Warte mal, ich kann ja auch hier hochklettern wie so ein Ninja mit meinem... Eigentlich müsste das gehen. Ah, crap. Scheiße, ich bin auch gestorben. Bist du schon reingegangen? Nein. Da hat gerade irgendwas den Glitchkönig angegriffen. Das war komisch. Ich habe das mit dem Klettern noch nicht so rausgehabt. Deswegen bin ich gerade verreckt.
Was noch fehlt, ist, dass sie die Gasplaneten einfärben, weil die könnten auch noch unterschiedliche Farbe haben. Hm. Die sind halt immer so beige. So ein bisschen langweilig. Es ist hier ein Sandsturm, toll. Echt? Bei mir jetzt gerade nicht. Ja, an einer Stelle doch. Boah, muss mir erstmal hier durchschlagen. Ich bin schon da. Bist du auch da? Ich komme sofort. Okay. Puh, das wird hart. Nochmal ein Feuer hier vor der Tür. Du hast doch deinen Stab, da kannst du ihn doch ballern. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn ich jetzt da drin Licht machen könnte, dann könnte ich ihm ganz schön... Wie lange geht das denn hier, meine Fresse? Wieso bist du denn früher als ich? Hä, du bist eben gestorben und bist jetzt schon wieder da und ich bin immer noch hier am Rumdoven. Vielleicht bist du dran vorbei? Das kann aber nicht sein. Er ist in der Burg, denke ich. Ja. Sag mal, bist du auf demselben Planet? Du warst doch eben auf demselben Planet wie ich. Bin ich auf demselben Planeten? Ich glaube schon. Oder warte mal, vielleicht bin ich auch nicht auf demselben Planeten. Oh, Jens. Ist ja wohl nicht wahr. Naja, man kann das ja schon mal verwechseln. Ja, der eine oder der andere Sandplanet, ne? Alles dasselbe. Genau. Sieht doch eher alles gleich aus, diese Planeten. Oh je. Ich gehe mal in die andere Richtung und gucke mal, vielleicht bin ich dann schneller von der anderen Seite. Nee. Da wirst du wohl länger brauchen. Beam dich doch einfach auf mein Schiff und dann runter. Das müsste eigentlich gehen. Mach's noch. Probier's einfach nochmal. Ja, doch, ich bin doch jetzt. Okay. Jetzt stecke ich in Öl fest. Blizzard Blaster. Ja, den packen wir jetzt mal weg. Na toll. Da wollte ich ihn gerade wegpacken. Kommt so ein dummer Vogel. 5. Nein. Er hat ein großes pinkes Schwert, eine goldene Rüstung und eine Krone, aber er weiß nicht, wie man Türen aufmacht. Ja. Du cheatest den Boss hier, ja, du alter. Ich kann auch nichts dafür, Cheater. Wenn der keine Türen aufmachen kann. Jetzt kommt auch ein Sandsturm bei mir, na toll. Ja. Ich cheatest den tatsächlich. Ich habe die Tür aufgemacht, weil durch die Wand kann ich meine Steine nicht casten. Ja. Hab einen Stein geschmissen, hab die Tür wieder zugemacht. Das mache ich jetzt die ganze Zeit. Bis der Kack kaputt geht. Das ist ja lustig. Ne, 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 ne. Die Holztür trennt uns beide. Es ist total lustig. Geh weg. Ich caste. Geh weg. Das wird so ewig dauern. Oh Gott, der Sandsturm wird intensiver. Ganz schön heftig. Es ist extrem heftig. Aua. Jetzt. Nee. Geh weg. Jetzt. Hier ist eine Armbrust, die heißt Deadly Kingslayer. Vielleicht können wir die hier gerade gebrauchen. Hier hängt ein Bild von Salvatore Dali. Aua. Oh, Uhren, in your face. Die Uhren, ja. Na. Glitch haben einen guten Kunstgeschmack. Offensichtlich. Der Kingslayer kann aber nichts. Sag mal, kommst du noch oder muss ich den jetzt alleine hier cheesen? Ich bin auf dem Weg.
Wir sind Kultisten. Bam, in your face. Nee, du bist überhaupt nicht auf dem Weg. Kultisten waren nicht auf dem Weg. Geh einfach, beam dich auf mein Schiff und komm nochmal auf meinen Planeten. Du bist auf dem falschen Planet, glaube ich. Nein, ich bin auf dem richtigen Planeten. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Hm. Ich hab ihn schon zur Hälfte runter. Hier ist ein verkrüppelter Affe. Geh weg. Au. Ich mach immer kurz die Tür auf. Kuckuck. Oh nee. Ich fühle mich nicht schlecht, der würde mich sonst platt machen. Ah! Ja, so zum Beispiel. Oh, toll, hat mich platt gemacht. Siehst du, habe ich einmal vergessen, die Tür aufzulassen. Ja, super. Das ist aber nicht sehr episch, was du da machst. Dann hast du schon gecheatet und kriegst es trotzdem nicht. Der ist halt extrem heftig. Ich hoffe, der lässt sein Schwert fallen. Aber ja, ich weiß ja, die sind extrem heftig. Und nein, wahrscheinlich lässt er sein Schwert nicht fallen. Ja. Jetzt habe ich den Sandsturm wenigstens im Rücken. So wird das doch nichts mehr mit dem Titan sammeln. Kacke. No, no, no. Ein nicht geladener Chunk. Ja, weil du jetzt wahrscheinlich in die falsche Richtung läufst, nehme ich mal an. Of course. Idiot. Hat er denn noch... Ich probiere das jetzt nochmal nach der Taktik. Hier sind noch mehr Kultisten. Ja, der hat noch sein Leben verloren. Sehr gut. Er hat irgendwie jetzt ein anderes Schwert, seltsamerweise. Ist komisch. Geh weg da. Ich will dich platt machen. Nein, ich fühle mich nicht schlecht, weil ich cheate. Nee, jetzt hat er einen Baseballschläger. Hä? Was? Get off my lawn. Er hat einfach einen Baseballschläger. Ein Schwert, das ein Baseballschläger ist. Großartig. Warum nicht? Ich habe ihn gleich gelegt, den Kollege. Wenn dieser Kackvogel mir nicht... Nee, der Vogel lässt mich in Ruhe. Sehr gut. Geh weg. Boah. Komm her mit deinem Baseballschläger. Wir haben gerade einen Standoff hier im Canyon, Alter. Ja, haben uns gerade so westernmäßig beäugt. Yes! Wir sind beide gleichzeitig gestorben. Das war ein epischer Abschluss für diesen Cheat. Also ich weiß nicht, hier ist auf jeden Fall der nächste Glitchkönig, Simon. Jens, ich weiß nicht, was du machst, aber du machst irgendwie Quatsch. Also... Ja, du bist völlig nutzlos. Ich glaube, ich sollte mal drüber nachdenken, ein Upgrade zu kaufen, ein neueres Modell. So, und jetzt habe ich ihn. Da kommt er nicht hoch. Hahaha. Ich cheese den jetzt auch. Aber ich cheese den richtig. Mhm. Jedem das seine. Jedem der eigene Cheese. Ich finde Gouda ganz okay. Ich mag Emmentaler. Emmentaler finde ich auch ganz gut. Ich mag Käsebällchen. Du magst Käsebällchen. Er hat sein Schild fallen gelassen und das war auch schon alles. Hm. Ich meine, wir können jetzt hier die Bilder mitnehmen und so. Ich habe eine Krone bekommen von ihm, immerhin. Okay. Ja. Kannst du mal sehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier bei mir gibt es auf jeden Fall einen Kerzenleuchter und so ein Kram. Also das ist alles schon... Das kann man schon... Habe ich mitgenommen. Kann man schon mitnehmen. Space Dali. Wir müssen mal die Dune-Doku gucken. Ja. Die Jodorowsky-Dune-Doku. Ich nehme auch das Dali-Bild mit. All diese schönen Sachen. Hier die Bilder. Das ist dann für die Eingangshalle, weißt du? Ja, hier ist... Ich habe auch so ein perfectly generic Item gefunden. Toll. Yes, das war doch ganz erfolgreich. Da haben wir zwei Dalis und einer ist gefälscht. Du musst rausfinden, welcher es ist. Sonst kommst du nicht rein. Du kommst nicht rein in unser exklusives Ferienresort. Ja, cool. Das war doch ganz, ganz erfolgreich, muss ich sagen.
Aber ich glaube, die Episode ist jetzt auch wesentlich länger geworden, als ich gedacht habe. Ja. Deswegen machen wir das mit dem Titan dann doch lieber in der nächsten Folge. Ach ja. Mensch. Wiedersehen macht Freude, ne? Ja. Das passt ja perfekt. Was ist hier drin? Nichts. Gut, ich gehe wieder hoch. Ich wollte dir gerade mein Krönchen zeigen. Naja. Krönchen. Alles klar. Jedes Krönchen gibt ein Tönchen. Jo, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die tollkühnen Abenteuer der tollkühneren Crew von Captain Badbeard. Sprich, eine Person, Rod Steelchef. Eigentlich ist es Rod Steelchef und Captain Badbeard machen das Universum unsicher. Eigentlich ist es das. Naja, okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.